Die Trabersaison 2017 nähert sich ihrem Höhepunkt, der Derbywoche auf der Trabrennbahn Mariendorf. Der letzte große Gradmesser auf dem Weg dorthin ist traditionell das Buddenbrook-Rennen. Vielen gilt es als Orakel, wer hier gewinnt, ist Favorit für das Derby. Ganz so weit würde Sulky-Pilot Michael Nimczyk aber nicht gehen. Natürlich, wer das Buddenbrook-Rennen gewinnt, ist die letzte große Vorprüfung für die Dreijährigen. Der ist natürlich auch ein Mitfavorit, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so gleich, wer das Rennen gewinnt, ist jetzt hier haushoher Favorit fürs Derby. Das sehe ich nicht so ganz. Aufgrund des großen Interesses der Besitzer wurde das Buddenbrook-Rennen der Stuten aufgeteilt. Im ersten Lauf galt Edbel-Toddington-Siegerin Miss Godiva als nahezu unbezwingbar. Dem war sich auch Fahrer Christian Lindhardt bewusst. Ja, natürlich, Miss Godiva ist ein gutes Pferd, hat alles ordentlich gemacht hier. Normalerweise stabil, schnell von Start. Sie hat eine gute Möglichkeit. Härteste Konkurrentin war Tijuana Diamant. Vom Start weg übernahm die bis dahin sieglose Stute die Führung und sollte diese auch nicht mehr hergeben. Tijuana Diamant ist vorn, NYSE, dahinter Miss Godiva. Tijuana Diamant ist vorn und das ist der Goldhelm. Der macht das hier, der gewinnt es vor NYSE, Miss Godiva und dann Hazel Newport. Besitzer Ulrich Mommert war mehr als begeistert über den Sieg seines Pferdes. Ja, sehr angespannt. Ist immer so, wenn meine Pferde laufen oder unsere Pferde laufen, dann klappert es doch irgendwo hier auf der linken Seite. Aber ich bin sehr zufrieden über den Ausgang. Auch im zweiten Stutenlauf hatte Mommert mit Charlotte Newport ein heißes Eisen im Feuer. Gesteuert von Michael Nimczyk setzte sie sich direkt nach dem Start an die Spitze des stark besetzten Feldes. Die Zuschauer sahen lange Zeit ein Duell zwischen Charlotte Newport und Lady Nadine. Auf der Zielgerade entwickelte sich dann aber ein echter Krimi. Außen kamen nochmal Himoko Greenwood und Motion Pure auf. Doch Charlotte Newport ließ sich diesen Sieg nicht mehr nehmen. Das ist richtig. War stark besetzt, das Rennen. Und zum Schluss war es ein Dreikampf, aber Charlotte hat super gekämpft und die Nase vorn gehabt. Im 10. Rennen des Tages kam es dann zum Buddenbrook-Rennen der Wallache und Hengste. Favorit auch hier ein von Christian Lindhardt gefahrener Edbel-Toddington-Sieger, Max Smiley. Der dänische Sulky-Fahrer sah sich und sein Pferd aber nicht in der Favoritenrolle. Ich habe Nummer 8 heute und da bleibt es schwer von Nummer 8. Ich glaube nicht, der gewinnt heute. Und er sollte recht behalten, denn weder Max Smiley noch die ebenfalls favorisierten Maxi Cup, MacArthur oder Tiger Hill Diamant machten das Rennen. Dann außen Max Smiley, Tiger Hill Diamant, Tsunami Diamant, Portland sucht die Lücke, aber Tsunami Diamant, innen kommt Portland, Tsunami Diamant, Tsunami, Tsunami Diamant, es ist eine Überraschung, gewinnt das Buddenbrook. Ja, natürlich, und das Pferd hat ja, ganze Weg außen umgelaufen und die hat es super gemacht, wereld, super. Ja, Lester Bogen had ik gedacht van, ja, kan klappen. En het heeft geklapt. Auch ein Orakel ist also nicht vor Überraschungen gefeit. Und so gibt es nach dem Buddenbrook-Rennen 2017 nicht nur einen Favoriten. Die Traber-Fans dürfen sich somit auf eine sehr spannende Derby-Woche freuen.